Der Zustand unserer Städte und Gemeinden verschlechtert sich mit jedem Jahr der Ampelregierung. Denn Sie, sehr geehrte Bundesregierung, stellen die Kommunen mit Ihrer ideologischen Politik vor unlösbare Aufgaben. Damit führen Sie die deutschen Städte und Gemeinden in eine Dauerkrise und treiben sie in den Ruin. Nehmen wir die Klimapolitik. Sie wollen bis 2045 die gesamte Wärmeversorgung Deutschlands klimaneutral gestalten. Die Kommunen haben Sie dazu zur Umsetzung verpflichtet, genauso wie Sie es immer machen. Wie viel das kosten soll, wissen Sie nicht. Aber Ihr Ökosozialismus ist nach Ihrer Definition sowieso eine Gemeinschaftsaufgabe, für die am Ende, wie immer, die Bürger und die Kommunen zahlen müssen. Erfahrungen aus Städten wie Leipzig zeigen eine wahre Kostenexplosion. Auf die Stadt und ihre Bewohner entfallen laut Berechnungen 55 Milliarden Euro. Der Deutsche Städtetag rechnet für den deutschlandweiten Zwangsumbau der gesamten kommunalen Infrastruktur in Deutschland sogar mit 1 Billion Euro. Natürlich spielen auch die Folgen ihrer Masseneinwanderungspolitik eine große Rolle. In den letzten 10 Jahren wanderten jährlich netto mehr als 500.000 Menschen ein. Das heißt, dass jedes Jahr eine Stadt in der Größenordnung von Dresden auf die deutschen Kommunen verteilt wird. Entsprechend müssen die Wohnungen, Infrastruktur und die soziale Versorgung angepasst und erweitert werden. Und darum müssen sich immer die Kommunen kümmern. Die Kosten hierfür sind immens. Allein ein minderjähriger, unbekleideter Flüchtling kostet in Sachsen über 70.000 Euro jährlich. Zuletzt sind vor allem durch die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge die kommunalen Sozialausgaben deutschlandweit um 12% gestiegen. Die Sozialausgaben insgesamt belaufen sich mittlerweile auf über 75 Milliarden Euro und stellen etwa 40% aller Ausgaben dar. Sie, geehrte Kollegen, Sie treiben mit Ihrer Politik seit Jahren die Kommunen immer weiter in den Ruin. Für die Zukunft heißt es dann, 9 von 10 Kämmereien erwarten bereits für die nächsten 5 Jahre eine negative Entwicklung der Finanzen. Das, liebe Kollegen, ist ein Paukenschlag und müsste Ihnen eigentlich die Augen öffnen. Aufgrund Ihrer ideologischen Zwangspolitik zehren die Kommunen offensichtlich von der Substanz und die Lebensqualität lässt überall in unserem schönen Deutschland nach. Menschen stehen im Stau, weil Straßen zu Fahrradwegen zurückgebaut werden. Kinder gehen in einem schäbigen Gebäude zur Schule und die maroden Hallen zum Sport. Feuerwehren sind allzu oft schlecht ausgestattet. Öffentliche Plätze sind vermüllt, zugeklebt und besprüht. Für alle, die ihre Augen, genau wie Sie, immer noch vor dem Verfall Deutschlands verschließen, hilft ein Blick im Kommunalpanel. Kommunen haben mittlerweile einen Investitionsrückstand von insgesamt 186 Milliarden Euro. Das sind 20 Milliarden mehr als im Vorjahr. Bei Sportstätten fehlen 12 Milliarden Euro, bei Straßen fehlen 48 Milliarden Euro und bei den Schulen fehlen 55 Milliarden Euro, liebe Kollegen. Sie haben die Kommunen mittlerweile so weit gebracht, dass sie nicht einmal mehr ihre originären Aufgaben erfüllen können. Die von Ihnen herbeigeführten finanziellen Notlagen nutzen Sie dabei immer gnadenlos aus und bringen die Gemeinden noch weiter in ihre Abhängigkeit. Wie in jeder toxischen Beziehung verkaufen Sie dem Opfer diese Abhängigkeit auch noch als Gunst. So unterstützen Sie zwar die Kommunen, zum Beispiel jetzt mit Geldzahlungen für Flüchtlinge, doch diese sind einerseits zu gering, um die Kommunen vollständig zu entlasten, und andererseits zu hoch, um die Einwanderung zu beenden. Zum Beispiel durch die anhaltende Einwanderung steigen dann wieder die Sozialausgaben und die Wohnkosten, daraufhin die Ausgaben und daraufhin wieder die Finanzbedarfe der Kommunen. Das ist hier das Thema, lieber Herr Kollege. In der Energiewende läuft dieselbe Dynamik. Sie alle nutzen die finanzielle Notlage der Kommunen aus und stellen Erträge aus Windkraft und Photovoltaik in Aussicht. So drücken Sie Ihre ideologischen und bereits gescheiterten Projekte durch. Die Leidtragenden sind immer und immer wieder die Bürger und unsere deutschen Kommunen.
Auch mit der etablierten Förderstruktur haben Sie die Kommunen in ihre Fänge getrieben. Die Fördermittel sind, und das sagen auch die Bürgermeister, die Fördermittel sind wie goldene Zügel, mit denen Sie die Bürgermeister gefügig machen. Immer nach dem Motto, wer nicht spurt, bekommt kein Geld mehr. Jeder Bürgermeister kennt diese Situation, kaum einer traut sich aber, gegen diese Gängelei aufzustehen. Und deswegen tun wir das stellvertretend von der AfD für die Bürgermeister. Sehr geehrte Abgeordnete, diese Abwärtsspirale muss endlich durchbrochen werden. Die Kommunen brauchen ihre toxische Hilfe nicht. Was die Kommunen brauchen, ist Freiheit. Freiheit von ihrer schädlichen, kostspieligen Politik, frei verfügbare Mittel und die Freiheit, ihre eigenen Belange wieder stärker nach eigenem Gemessen zu regeln. Die Bürgermeister und Bürger vor Ort wissen am besten, auch ohne ihre dauernde Bevormundung, welche Investitionen sie treffen wollen. Daher, zur Stärkung der Kommunen legen wir heute zwei Anträge pünktlich zur Kommunalwahl vor. Und es können ja alle Bürger und Bürger zum Glück in Geheimwahl entscheiden, wen sie am Sonntag in der Wahlurne wählen. Reformieren wir gemeinsam die Fördersystematik, mehr direkte Zuweisungen und zielgerichtete, ideologiefreie Fördermittel. Etablieren wir gemeinsam ein kommunales Vetorecht von Wohnungsnot. Denn Kommunen brauchen das Recht, Zuweisungen von Migranten abzulehnen. Kehren wir die Migrationspolitik um und starten wir endlich die Rückführung bei gewaltbereiten Islamisten und schaffen so sichere Räume für die Einheimischen in unseren Städten und Gemeinden. Mannheim und Massenvergewaltigung müssen endlich aufhören, Herr lieber Kollege. Stoppen wir die Energiewende und setzen auf kostengünstige Freiheitsenergien wie Kernkraft und Gas. Schaffen wir gemeinsam bessere Beteiligungsformen durch Volksabstimmung und Bürgerentscheide, eine Mitmachpolitik vor Ort. Und statten wir die Kommunen endlich mit Finanzmitteln aus, die ihnen die Selbstverwaltung ermöglichen, wie sie im Artikel 28 unseres Grundgesetzes steht. Setzen wir uns ein für den Erhalt unseres Grundgesetzes. Danke.